Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars Old Republic. Ja, und wir haben ein wenig den Scourge ein wenig verändert. Wenn er mit mir durch die Gegend zieht, dann muss er auch aussehen wie ich. So, jetzt reisen wir mal direkt nach Belzavis. Auf geht's! So. Benutze Holo-Terminal deines Schiffes. Geil. Hat sich auch voll gelohnt, diese Erneuerung mit Direktreisen. So, wir sollen das Holo-Terminal benutzen. Meisterin Satil, wir haben Belzavis erreicht. Habt ihr noch etwas erfahren? Das Imperium hat hier einen Überraschungsangriff gestartet. Gefährliche Häftlinge wurden aus ihren Zellen befreit, um an der Oberfläche Chaos zu verbreiten. Das war reine Ablenkung. Der Imperator hat in Wahrheit nur ein Ziel. Die Vernichtung allen Lebens auf dieser Welt. Einen ganzen Planeten auszulöschen ist nicht so einfach. Wir wissen nicht, wie der Imperator alles Leben auf Belzavis vernichten will. Wir haben jedoch eine Spur. Der Geheimdienst meldet, dass kürzlich ein hochrangiger Imperialer namens Vollstrecker Krannus eingetroffen ist. Krannus ist ein reinblütiger Sith und dem Imperator geradezu fanatisch ergeben. Was auch immer der Plan ist, er ist garantiert der Mann, der ihn ausführen wird. Haben wir eine Ahnung, wo sich Vollstrecker Krannus zurzeit aufhält? Enar Tabort, ein Mitglied unseres Ordens, sucht Krannus bereits auf der Oberfläche. Sie wird euch helfen, den Vollstrecker zu finden. Aber sie ist nicht stark genug, um ihn aufzuhalten. Die Aufgabe bleibt euch überlassen. Es ist so gut wie erledigt. Begebt euch auf die Planetenoberfläche und trefft Enna bei den Koordinaten, die ich euch schicke. Möge die Macht mit euch sein. Okidoki, dann treffen wir uns auf Belzavis. Okay. Dann treffen wir uns gleich unten. So. Da wären wir auf Belzavis. Und da sollen wir hin. Okay. Auf geht's. Ja, Belzavis ist der heftigste Planet, den ich immer hatte. Von Rucklern und so. Aber das wird jetzt hier auch wahrscheinlich nicht wirklich spaßig. Ich merke jetzt schon, wie die FPS sinken. Wir versuchen mal was. So, Moment. So. Jetzt sieht's echt mega beschissen aus. Aber jetzt funktioniert's für ein paar Minuten erstmal. Wir müssen da lang. Das hält zwar nicht für lange, aber lange genug. So, wir müssen hier, glaube ich, jetzt irgendwo durch. Da drüben treffen wir sie. Kurz. Machen wir es mal. Machen wir mal so hoch. Gucken, ob es besser ist.
Boah, Moment mal. Ihr seid sicher der Jedi, der Enna hier treffen wollte, oder? Ich weiß schon, wonach das aussieht, aber ich hab ihr gesagt, dass sie auf euch warten soll. Sie wollte unbedingt raus und sich umsehen. Ich hab sie gewarnt. Wenn das Imperium sie nicht erwischt, dann die entflohenen Häftlinge, hab ich gesagt. Aber Enna hat nicht auf mich gehört. Nennt mir Rang und Namen, Soldat. Ich bin kein Soldat. Ich bin Paktaldin. Ich arbeite hier. Enna hatte gehört, dass ich Belsarvis besser kenne als jeder andere hier. Sie hat mich um Hilfe gebeten. Ich hatte ja keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Jetzt will ich nur noch, dass ich das alles überlebe. Jedi sind nicht leicht zu töten. Was ist Enna zugestoßen? Sie kam schwer verletzt oder eher halbtot von ihrer Spähmission zurück. Sie war einer imperialen Patrouille entkommen, hat sie gesagt. Ich habe versucht, ihr zu helfen, aber ich bin kein Sanitäter. Sie hat mir bis zum letzten Atemzug alles gesagt, was sie da draußen rausgefunden hatte. Nichts davon war gut. Ich suche einen imperialen Offizier, einen rothäutigen Sith. Enna hat gesagt, dass die Imperialen sich beim Hauptreaktor verschanzt haben. Sie nehmen Befehle von einem reinblütigen Sith entgegen. Sie haben schwere Waffen und einen Strahlenschild, der ihre Position schützt. Die wird so schnell niemand von dem Reaktor vertreiben. Warum sind die Imperialen so fest entschlossen, die Position zu verteidigen? Der Reaktor steuert die Sicherheitstore. Die Imperialen schicken ihre Truppen immer tiefer ins Gefängnis hinein und hindern uns daran, ihnen zu folgen. Ihr werdet es nie an den imperialen Schilden vorbeischaffen, bevor euch ihre Waffen niedermähen. Wir brauchen einen Plan. Was, wenn wir die Schilde ausschalten? Wenn ihr die Energierelais überlastet, die das Energiegitter im Sektor versorgen, könntet ihr den Strahlenschild ausschalten. Wir haben hier Ionenladung. Wir könnten eine an jedem Relais platzieren und sie gleichzeitig hochjagen und so die Verteidigung des Imperiums kurzschließen. Ich dachte, ihr würdet euch lieber hier verstecken. Ich gehe nirgendwo hin. Ihr seid der Jedi, ihr platziert die Ladungen. Ich sprenge sie von hier aus, sobald ihr das Zeichen gebt. Viel Glück und passt auf euch auf. Alles klar. Feigling. Man spüre die Macht der Sith. So. Dahin. Dahin. Okay, dann machen wir das. Selber Effekt wie immer. Jetzt läuft es gerade gut. Später wird's wieder scheiße. Man spüre die Macht der Sith. Alles klar. So. Das war Nummer 1. Ich kann auch da geradeaus und da rein, ne? Ja. So, dann machen wir das auch so. Uiuiui. Machen wir hier ein bisschen außen rum. So könnte es jetzt klappen. Halt's Maul, blöder Frosch. Kein Grund zu sterben. Hm.
Irgendwie funktioniert die Heilung von dir nicht, Kollege. Ah. Jetzt. So. Zweites. Los, Sprengung. Pack, die Ionenladungen sind alle platziert. Schaltet den Strahlenschild der Sith aus. Verstanden. Detonation der Ionenladungen jetzt. Jetzt ist der Weg frei. Als nächstes kommt der spaßige Teil. Die schweren Waffen der Sith. Viel Glück. Ich warte ab. Ja. Muss ich hin? Ist das der Weg? Oder komme ich auch da lang? Das checken wir jetzt aber mal. Das sind auch Gegner, ne? Ne. Ach, hätte ich vorhin auch durchlaufen können. Egal. Müssen wir da rein? Nee. Kann nicht sein, oder? Nee. Kein Grund zu sterben. Die sind auch falsch. Okay. Ist tatsächlich nur da hinten lang. Schade. Wow. Blödes Kackviech. Da oben ist es auch richtig. Naja, genau. Können wir mal. Die mich auch. Shit. Boah, was? Oh, shit. Oh. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende nimmt. Sind deutlich höher als ich. Leben geht zu Ende. Es halt durch. Steckt nicht mehr viel. Arschgeige, Leben halt durch. In mir. Schnauze. Da, guck, hast du geschafft. Lebst noch. Jetzt chill. Alles klar.
Man spüre die Macht der Sith. Kacke. Ist er ausgewichen oder was? Zack. So. Huh. Hier ist der Eingang. Wie sieht's denn da drinnen aus? Okay. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge und ich würde mal sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. So, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.